Hallo Leute und herzlich willkommen zu, wie versprochen, also zumindest für euch vorgestern versprochen, zum zweiten Teil von Whispered World, nämlich Silence. Für mich ist der erste Teil von Whispered World jetzt schon wieder 2 Wochen, glaube ich, her. Ich weiß es gar nicht, also dass ich es durchgespielt habe. Zu diesem Zeitpunkt läuft noch, ich glaube, die Anfangsfolgen von Whispered World laufen noch. Ich weiß es nicht genau gerade im Kopf, wie die Planung ist. Ich wollte ja unbedingt weitermachen mit dem zweiten Teil, einfach so ein bisschen im Fluss zu bleiben zwischendrin. Kam noch ein bisschen was dazwischen, sodass ich nicht sofort unmittelbar dranhängen konnte. Aber ich freue mich jetzt, dass wir dabei sein können. Ich habe keine Ahnung von der Handlung. Das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, ist dieses kleine Anfangsintro. Das werden wir gleich alle zusammen hier nochmal anschauen. Und ich habe in den Optionen, falls ihr euch wundert, die Musik ein bisschen leiser gedreht, damit die Stimmen halt rauskommen und ich die Stimmen pushen kann. Ansonsten habe ich nichts von den Einstellungen verändert. Ich werde mit Maus und Tastatur spielen, nicht mit Controller. Und ich würde sagen, ich habe euch lang genug vollgequatscht, oder? Lasst uns spielen. Und zwar ein neues Spiel. Noah? Rini, wir müssen in den Bunker! Thank you.
Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Wir halten das schon aus, Rainy. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Miss Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rainy, ich wollte dir keine Angst machen. Rainy, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche's. Was kann ich tun, um Rainy die Angst zu nehmen? So, und da sind wir nach dem Dialog. Das erste Mal wirklich im Spiel, können ein bisschen umherlaufen, jetzt aber auch noch nicht so weit. Lampenschirm. Führe die Maus über einen der vielen Objekte, klicke. Da. Du magst doch Schattenspiele. Schau mal, Rainy, der Elefant ist wieder da. Oh je. Sah ja aus wie ein Panzer, oder? Aber das hat mein Vater früher auch immer mit mir gemacht im Kinderzimmer. Socke. Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Mal allgemein zum Spiel, bevor ich jetzt hier weiter gucke. Wir bemerken ziemlich schnell, dass das hier eine viel ernstere Thematik ist, beziehungsweise das andere mit dem Jungen im Koma war natürlich auch ernst, aber es wurde erst am Ende klar, welche Ernst hinter der Lage ist. Vorher war es einfach nur wie ein süßes Märchen. Also ich rede jetzt von Whispered World 1, ne? Und hier wird uns sofort klar, dass es um offensichtlich Waisenkinder geht, wenn sie vom Waisenhaus reden, beziehungsweise ich sehe ja keine Eltern. Und um Krieg. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es um einen erfundenen Krieg geht oder ob es eine Anlehnung an einen existenten Krieg ist. Darüber, also da ich mich über das Spiel nicht weiter informiert habe, um mich nicht selber zu spoilern, weiß ich das nicht. Aber ich finde Rainy so süß. Falls ich irgendwann mal vom Schicksal... Ach, das ist ein Auge. Ich habe gedacht, was ist das für ein Igel? Und hier ist ein Vogel. Ein Igel. Ein Vogel. Ein Igel. Naja, gehen wir weiter. Obwohl, das ist kein Igel in die andere Richtung, oder? Das ist eher ein kleines Fischchen. Ein kleiner Fisch und ein Vogel. Okay. Falls das Schicksal irgendwann doch nochmal will, dass ich vielleicht eine Familie habe, dann möchte ich, dass meine Tochter so aussieht wie sie, wenn ich mir was wünschen darf. Super süß. Das bringt mich auf etwas, das Rainy bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bot? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Hat er wirklich gerade Sedgwick nachmachen wollen? Oh, sie nimmt sich die Kugeln. Na, süß. Esel? Hey, der hat Bommelohren. Hat ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rainy tue ich's. Ach so. Aber sind trotzdem keine Bommeln drin. Reicht das schon? Aber wir brauchen noch Spot. Können wir aus der Socke nicht einen Spot machen? Wenn wir die füllen mit irgendwas? Rainy? Ist hier was drin? Zerbrochener Spiegel. Was kann ich tun, um Rainy die Angst zu nehmen?
Jo, wartet mal, haben wir eigentlich eine Hotspot-Anzeige? Ah. Ob Rini deine Narrenkappe gefällt. Lampenschirm? Kann ich die, nee, kann ich nur angucken, um Rini, ne? Die Angst zu nehmen? Okay, ich habe auch keine andere Interaktionsmöglichkeit, die würde er mir zeigen. Was kann ich tun, um... Okay. Ich habe kein Inventar, zumindest kann ich noch nicht klicken. Dann nehmen wir jetzt mal sie. Hallo, Rini. Hallo, Sedgwick. Wie geht's, Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Okay, kann ich jetzt einen Socken... Ja, guckt mal, wie süß das Spot ist. Das da könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nicht lieber das Pupslied? Oder das Röps-Alphabet? Das Röps-Alphabet kennen wir ja. Wir versuchen mal was Neues. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens... Ia! Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Na, oh, ist sie süß. Kann ich mir einfach den Lampenschirm aufsetzen? Dass der Kopf so hält auf dem Esel. Kann ich mir einfach den Lampenschirm... Ja. Ach, da ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? No. Die Glühbirne, oder? Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen. Oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedgwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Ah! Rini! Sehr schöner Recap vom ersten Teil nochmal. Falls man ihn nicht gespielt hat, hat man jetzt so die Grundessenz auf jeden Fall mitgenommen. Oh, verdammt. Rini, geht's dir gut? Rini! Ist das eingestürzt? Hier langt sich die dritte große Angriffswelle. Halte die Maustaste gedrückt und bewege die Maus gleichmäßig in die gegebene Richtung, okay?
Schweres Artilleriefeuer. Offensive geplant. Oh, die Eselohren. Reedy! Wo bist du? Hohe Verluste. Mit gedrückter Leertaste oder mittlerer Maustaste kannst du dir alle Interaktionsmöglichkeiten und zusätzlichen Tipps anzeigen lassen. Okay, möchtest du keine Tipps erhalten? Können wir die deaktivieren. Okay. Auch Jugendliche sind angehalten, sich zu verpflichten. Reedy! Oh, Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Greenie! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Divisionen in Bereitschaft. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Hohe Verluste. Reedy! Wo bist du? Sich zu verpflichten. Unter Beschuss. Nach monatelanger Ruhe. Kampftätigkeit neu entfachen. Leiser, verdammt! Unter Beschuss. Im Kampf gegen die dritte große Angriffswelle. Geh endlich aus! Ruhe! Zu verpflichten. Reedy! Nach monatelanger Ruhe. Kampftätigkeit neu entfachen. Schluss jetzt! Hä? Was ist das? Was ist vor allen Dingen passiert? Also es ist eingestürzt, ja, aber wie kann plötzlich das Spot-Eye da sein? Heißt das nicht, dass wir auch wieder nicht in der Realität gerade spielen? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Ich befürchte schon, ja. Mein alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Hier ist Reedy. Aber gucken wir mal schnell hier den anderen Kram an. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Immer schön standhaft bleiben, okay? Da könnte ich draufspringen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Reedy! Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Okay. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen.
Wer bist du denn? Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Mein Hase, ich musste deswegen nach, weil mein Hase hier gerade um die Ecke gekommen ist. Also mein weißes Häschen, ich habe ja zwei. Und einfach so aus dem Nichts, ich habe gehört, wie er draußen schon geklopft hat, oder sie, sind ja Ladies hier. Und da dachte ich, na okay, wer weiß, was gehört hat, vielleicht war irgendwas Lautes vor der Tür oder so, dass er deswegen klopft. Und dann kommt sie hier so an die Tür und guckt genau um die Tür halt herum, so ganz schnell mit dem Kopf rausgestreckt und guckte mich an. Und bis gerade eben hat sie mich auch noch weiter angeschaut und sich über die Schnute geleckt dabei. Vielleicht hat sie auch gerade was gegessen, keine Ahnung. Liebe Leute, wir sind jetzt schon bei 21 Minuten angekommen. Ich muss sagen, bis jetzt ist es so eine richtig süße kleine Traumwelt. Ich habe aber so ein bisschen so Schwermut damit schweben, weil ich ein bisschen Angst habe, was mit den Kids passiert ist, ob die eventuell mit einem Trauma irgendwie oder mitten im Koma sind, unter irgendwelchen Betonklötzen vergraben oder sonst irgendwas. Weil wir halt im ersten Teil gelernt haben, dass der Junge im Koma war und das als Märchen im Kopf hatte. Und ich habe jetzt Angst, dass die beiden, dass wir jetzt die ganze Zeit quasi fast schon Tote spielen. Und das, obwohl sie so putzig sind. Besonders Rini. Naja. Mal gucken, wie das Ganze weiter so vonstatten geht. Vielleicht werden wir so ein bisschen abgelenkt davon. Es erinnert mich aktuell noch so ein bisschen zusätzlich an Alice, Madness Returns, mit dem untergegangenen Wunderland oder untergehenden Wunderland, wo auch alles kaputt in der Gegend rum schwebte und lag und floss und sowas. Falls ihr das Spiel nicht gesehen habt oder nicht kennt, schaut gerne mal rein oder besorgt es euch selber, je nachdem, was euch lieber ist. Ich habe es auch gespielt, falls ihr gerne zuschauen möchtet. Ich fand es wunderschön. Ist allerdings eines meiner älteren Let's Plays. Das heißt, dass ich da... Ich war jünger. Ich hab wahrscheinlich einen anderen Stil damals noch gehabt, Let's Plays zu machen. Ist schon ein bisschen her. Könnten 5 Jahre sein oder mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, liebe Leute, möchte ich hier an der Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir legen beim nächsten Mal wieder los. Also bis dann. Tschüss.